Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der digitalen Unterhaltung, zu einer neuen Folge von Minecraft Utopia. Schalt mal eben um, ich bin schon in der Rüstung, das Ganze hat auch einen Grund. Ich zeige euch mal eben was, und zwar mein Inventar ist voll mit Milch. Oh, den Prismarinziegel kann ich hier lassen. Ja, den Prismarinziegel, ha, wo habe ich den denn her? Und zwar bin ich ein bisschen mit meinem Bötchen hier rumgekurvt in der Landschaft. Ein bisschen ist gut, ich bin ganz schön weit gekommen, also ungefähr 5000 Blöcke von hier entfernt, befindet sich ein Monument. Ein Ozeanmonument. Und das würde ich gerne einnehmen, und deswegen habe ich Milch dabei, weil es ist so, wenn man in der Nähe ist von einem Ozeanmonument, hat so ein Wächter Magie über dich, so dass man nicht abbauen kann, also kommt man nicht rein ins Monument, und genau das will ich eben versuchen. Indem ich die Milch nehme, um das Ganze wieder zu neutralisieren. Keine Ahnung, ob es klappt. Ist alles ein bisschen risikobehaftet. Und ich muss natürlich weit reisen. Ich habe schon an diese Stelle ein bisschen Stissel hingebracht. Habe mir da ein Haus und ein Bett gebaut. Das heißt, wenn ich sterben sollte, dann bin ich auch in der Nähe wieder des Monuments. Und habe da schon mal Waffen hingebracht. Ich nehme noch ein paar Angeln mit. Und hier so noch zusätzliche Rüstung und Eisenschwert und Pipapo, was man so alles braucht. Angepflanzt habe ich da auch. Hier Pfeile brauche ich auch. Und ja, dann werde ich mal dieses Häuschen hier in Ruhe lassen. Nicht wundern, ich habe einen anderen Shader drin als sonst hier. Irgendwie diese komischen Blöcke bei dem Wasser sehen irgendwie strange aus. So ein bisschen wie zerschnittener Wackelpudding. Nice. Und oh, da unten oben ist ein Creeper. Dann setzen wir mal das Boot aus und gehen rein. Und fahren hier nochmal eine Ehrenrunde. Das sieht so nice aus. Tschüss zu Hause. Bald komme ich wieder. Ja, jetzt gehen wir nämlich auf große Fahrt. Oh, da ist die geheime Ente. Jedenfalls schön weiter paddeln. Und wir machen kurz einen Cut, weil das dauert sehr lange. Ich kann mal eben kurz gucken. F3, ja. Das dauert noch ein bisschen länger. Wir sind jetzt bei minus 1965 auf der X-Achse. Und wir müssen zu. Und dafür muss ich jetzt mal eben... Warum geht denn das hier nicht? Ich kann meinen Kram nicht öffnen, das ist ja geil. Da machen wir es so. Wir sind beim Fischerhaus und wir müssen zum Ozeanmonument bei 2357. Das heißt, ja, das ist noch ein bisschen hin. Ja, 5000 nicht, aber knapp. Also, bis gleich, machen kurzen Cut. Tschüss! So, da sind wir wieder, und da hinten können wir schon im Wasser Licht schimmern sehen, und hier krabbelt sich eine Spinne durchs Wasser. Was hat die denn vor? Alter Falter. Na, Spidey? Du kommst nicht zu mir. Da hinten, da ist das Ozeanmonument, und da schwimmen schon diese komischen Fische drumrum. Und hier ist es ausgeleuchtet. Hier habe ich mir provisorisch, ja, da kriege ich schon dieses, ich erschrecke mich jedes Mal bei diesem Mist, es ist auch so laut. Mann, das ist ein Spiel für Kinder. Muss das sein? Ja, und jetzt kommen noch diese Geräusche dazu, genau. Ach ja. Ein paar Monster hier, die mich am liebsten aufspießen wollen. Läuft bei mir. Hallo. Hast du mich gerade beschossen? Komm mal her, deine Pfeile kann ich gebrauchen. Zack. Ja, gleich der nächste. Und alles mit Abbaulähmung. nicht wundern, das Haus sieht lame aus. Ich habe mir nicht wirklich viel Mühe gegeben, als ich das gebaut habe. Das ist eine provisorische Unterkunft. Ja. Ich habe einfach hier weggeholzt, was so da war. Ich habe auch überlegt, wenn ich hier Creeper abschlachte und ganz viel... Nein! Ah, egal. Und ganz viel, warte mal, wie sieht's denn aus mit dem Equipment? Ich bin beschossen. Aber ist noch alles da. Mir fehlt ein Boot. Nice. Das ist wahrscheinlich hier unten irgendwo im Wasser. Ich sehe es noch nicht. Kurz meine Fackel. Fackel bringt mir ja auch nichts. Mit dem Shader unter Wasser. Na gut. Kurz nochmal was essen.
Und dann gehen wir mal ins Haus. Hier ist die Tür offen gelassen worden von mir. Naja, warum nicht? Hier oben habe ich ein Bettchen. Und das werden wir jetzt mal nutzen. Ich habe keine Lust, wenn ich sterbe. Ich hoffe, ich bin alleine auf dem Server. Dann können auch mal die Koordinatenangaben wegmachen. So, dann sieht das alles ein bisschen cooler aus. Jetzt sterben gerade die Monster. Jetzt versucht schon wieder, irgendein Fisch hat mich im Visier oder sieht mich oder irgendwas ist hier. So, ich habe einen ganz großen Vorteil bei der ganzen Geschichte. Unabhängig davon, dass ich Milch mitgenommen habe. Hier haben wir noch Truhen. Nehmen wir auch mal eine Doppeltruhe mit. Die werden wir dann da unten placen. Hier kommt erstmal der ganze Stissel rein mit. Eine Angel nehmen wir so schon mal mit. Ersatzpfeile lassen wir hier. Ersatzschwert lassen wir auch hier. Nehmen das Dia-Schwert schon mal mit. Eine Axt haben wir. Ja gut, vielleicht sollte ich noch eine Axt extra mitnehmen. Man weiß es nicht. Die ganze Milch nehmen wir mit und wir nehmen mal die Tränke mit, die wir hier haben. Die werden wir dann auch in eine Kiste reinplacen. Der Vorteil, von dem ich sprechen wollte, und zwar gibt es in der Nähe von diesem Monument eine Höhle. Und das ist natürlich von Vorteil und die führt so ein Stück weit unter dieses Monument. Die können wir von hier aus anschwimmen, wenn wir nicht angegriffen werden und nicht vorher... Ich sehe nichts. Nichts. Sehe ich wenigstens was mit Fackel? Der Shader ist schlecht. Okay, ich muss mal eben kurz den Shader wechseln. Nicht wundern, Leute. Ach ja, das ist doch alles schon wieder. Nehmen wir mal den Kuda, weil bei dem einfach auf Medium hier, bei dem weiß ich, funktioniert das. Und ich glaube sogar unter Wasser. Oh, da sind schon diese Blödfische, die mich nerven wollen. Ja, oh, da ist dieser magische Fisch. Den sehe ich heute zum ersten Mal. Mist, wo ist der Eingang? Da hinten. Ja, komm, hittet mich. Hoffentlich werde ich nicht sterben. Oh, und das war knapp. Das hier meine ich. Das ist nice irgendwie. Das Wasser hört auf und man ist plötzlich hier so drinne. Und jetzt schnell was essen, ey. Meine Fresse. Das ist aufregend. So, dann placen wir hier nämlich mal eine Kiste hin. Machen da noch ein bisschen Milch rein, für den Fall, dass ich sterbe. Warum habe ich Knochen mitgenommen? Naja, egal. So, hier das Boot können wir da reinsetzen. Und die ganzen Tränke. Und jetzt muss ich mal testen, wie das aussieht, wenn ich Milch trinke und dann versuche, irgendwie mich hier durch den Prismarin zu... Also ich meine, dass Wasser vorhanden ist in diesem ganzen Ding. Hier ist eine Höhle. Eine weitere. Das ist alles irgendwie unterhöhlt. Das finde ich ein bisschen abgefahren. Und hier ist auch schon wieder... Oh, Alter! Erschreck mich doch nicht so! Krasse Number. Ja, wo Max immer sagt, irgendwie, ich habe keine Angst vor irgendwelchen komischen... Hier sind lauter Höhlen. Abgefahren. Ich habe keine Angst vor irgendwelchen Horrorspielen. Nee, habe ich auch nicht. Wo ich mich erschrecken kann, ist bei solchen Sachen. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist strange. Wo bin ich denn gekommen von da unten? Ja, es nützt nichts. Ich werde wahrscheinlich hier nach oben bauen müssen. Und dann kommt Wasser rein. Dann haben wir Wassereinbruch. Aber vorher... Ah, ich hab ja... Okay. Nice. Also man muss Milch trinken. Und dann sofort abbauen. Und dann dauert es eine Weile und dann ist es automatisch wieder da. Das ist natürlich nicht so geil. Und ich habe keine Kühe hier. Das ist ein Problem. Da wird mir die Milch ja tierisch schnell alle sein. Und dann habe ich keine mehr. Ja.
Ich weiß nicht, wie ich das lösen soll. Ich weiß noch nicht, wie ich das lösen soll. Die ganzen Eimerchen mal hier verklappen. Ich nehme jetzt alle mit. Ist mir egal. So, ich hoffe, ich bin irgendwie... Warte mal, ich grab mich jetzt hier einfach mal... Ja, erst die Milch trinken. Ich frage mich, wie nah man dran sein muss an so einem... An so einem Monster. Da ist es schon wieder passiert. Alter Falter, es geht ganz schön schnell mit der Abbaulähmung, dass die kommt. Und ich frage mich, wann hier der nächste Wassereinbruch ist. Es müsste schon Prismarin sein, was ich hier abbaue, oder? Nee, ist es nicht. So falsch kann man liegen. Wahrscheinlich befinde ich mich jetzt wieder direkt unterm Meer und habe mich völlig verschätzt. Nee, tue ich nicht. Nice. Jetzt haben wir Wassereinbruch. Und können hier reinschwimmen. Und auch wieder raus. Oh, das füllt hier alles. Und ich kriege jedes Mal wieder von neuem eine Abbaulähmung. Nice. So, jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir das Ganze intelligenter machen. Also hier ist ja schon ein bisschen... Hier geht's ja schon irgendwie rein. Also versuche ich mal hier so ein Strahlwasser auch noch runterzulassen. Dann fließt er in die Richtung. Das ist alles nicht so einfach. Aber Hauptsache, ich habe schon mal Zugänge. Das ist das Wichtigste. So, da einen Zugang geschaffen. Ich finde, man kann das Ganze auch so ein bisschen als Notausgang dann ansehen. Lass mich doch da hoch. Ja, und schon den nächsten Stissel hier. Hier, hier. Ja, können wir nicht. Wenn wir einfach mal so ein paar Zugänge haben in das Ding und da reinschwimmen können, ist das doch nicht schlecht. Ja, komm. Wenn ich eine Kuh hätte auf der Insel, aber habe ich nicht. Es gibt nur Schafe. Ist hier. Ich bin zu niedrig. Das verbraucht alles Zeit. Zeit, die ich nicht habe. Jetzt habe ich es doppelt geöffnet. Das war natürlich schlau von mir. So, dann machen wir den einen Zugang, der hier so nervt mit dem Wasser. Ja, komm. Machen wir wieder dicht, damit wir hier auch laufen können. Also ich hoffe, dass das was bringt. Ne, das Wasser breitet sich extrem hier aus. Warte mal, müssen wir das so machen. Bis hier hin. Ich bräuchte eine Kuh. Sonst muhen sie um einen herum und heute... Mach mal die Lautstärke. Bisschen leiser. Das Wasser ballert mir hier die Ohren weg. Oh, genau. Jetzt hab ich hier einen Wassereinbruch kreiert. Nice. Was ist das? Ich höre Geräusche. Aber ganz komische Geräusche. Und warum hört das Wasser hier nicht auf zu fließen, weil da noch ein Loch ist? Das kann alles nicht wahr sein. Tch, wo
kommt dieses ganze Wasser her? Das gibt's doch nicht. Kann er mal den Stein placen? Jetzt alles dicht hier. Das kommt immer noch Wasser raus. Alter Falter. Die machen aber auch komische Geräusche, die Viecher. Okay, ja. Was können wir jetzt tun? Bleibt eine Chance hier. Wir lassen erstmal hier noch zack, 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 zack. So, diese letzten Eimer Milch werden meine Notversorgung sein. Die Kohle nehmen wir nicht mit. So, jetzt zimmern wir uns Tränke rein. Also Direktheilung nehmen wir mal so mit. Regeneration auch. Schnelligkeit nehmen wir unter Wasser. Atem, Nachtsicht und Stärke werden jetzt verballert. Und zwar fangen wir an mit der Nachtsicht. Die, wenn die zuerst weggeht, ist nicht schlimm. Schnelligkeit, Unterwasseratmen ist das Wichtigste. Dann kommt die Stärke, dann die Schnelligkeit und dann Unterwasseratmen. Also erstmal Nachtsicht wegballern. Stärke wegballern. Glasflaschen recyceln. Und jetzt Schnelligkeit und Unterwasseratmung als letztes. Und dann versuchen wir da mal reinzugehen und reinzuhämmern. Oh, warte mal. Und ich muss den Shader rausnehmen. Denn, diese Nummer funktioniert nur... Boah, Alter. Ach, guck mal, was bist du denn? Ich bin gehittet worden. Oh Gott, diese Fische legen an auf mich. Ich hab ihn gekillt. Nice. Und ich habe irgendwas bekommen dafür. Ich dachte, hier wären irgendwelche Goldtruhen oder irgendwas. Aber hier ist ja gar nichts. Da ist nochmal so ein fetter Fisch. Die lassen Sachen da. Fisch und noch irgendwas. Prismarinscherben. Okay, und was ist das hier? Prismarinkristalle. Mist, nicht getroffen. Kommt doch her, ihr Säcke. Traut euch. Am schlimmsten ist halt deren... Ah, hier oben gibt es auch noch einen Gang. Nein, 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 nein. Ich habe ihn gekillt. Nice. Ich habe gedacht, dass die viel schwerer sind. Aber hier sind so viele davon. Und am liebsten würde ich natürlich versuchen, den Typen zu killen, der hier immer dieses... Aber der war vorhin draußen, also der immer die Abbaulähmung verursacht. Aber der war draußen. Und die Geräusche sind natürlich auch ein bisschen strange, ne? Mal den ganzen Stüssel hier wegpacken. Oh ja, wir sollten mal das hier und das hier runter tun für den Fall der Fälle, dass wir es brauchen. Ja, komm, greif mich an, ey. Warum sind hier so viele davon? Da ist einer. Der ist beschützt von denen. Jetzt geht's hier wahrscheinlich gleich richtig ab. Hä? Der ist weg. Der hat sich weggespawnt oder was? Jetzt kriege ich auf den Sack, aber definitiv sowas von. Ja. Komm, gib's mir. Alter. Wieso haut der denn ab? Okay. Hey Jungs, was ist los mit euch? Kommt her. Kämpft. Ja, die hauen ab. Ich muss sie hier reinlocken und... Kann man die mit Fisch anlocken?
Ne, man wartet einfach, bis ich von alleine komme. So, jetzt haben wir schon mal ein paar... Da hinten ist dieses große Vieh schon wieder. Und das ist der, den... Warum ist der denn da so reinge... Warte mal, das ist ein Raum. Vielleicht ist der in diesem Raum drinne. Ja, komm, beschieß mich. Wo geht's denn in diesen Raum? Hier nicht? Oh Gott, hier auch nicht. Das ist doch... Warte mal, vielleicht hier oben? Sieht so ein bisschen so aus. Was sind das für Blöcke? Und hier geht's wieder raus, oder was? Da ist er. Der kann auch auf mich schießen. Oh, und der gibt mir richtig Damage. Wie soll ich das... Reicht der Pfeil? Nee, reicht nicht. Kommt doch her. Ja, genau. Kommt zu mir. Warum treffe ich den nicht? Oh, Alter. Heißt das, dass ich jetzt keine Abwehrlähmung mehr habe? Wenn ich den gekillt habe? Oh, jetzt sind hier zwei davon und ich krieg auf den Sack. Lass mich in Ruhe, du. Hoffentlich regeneriere ich wieder. Hab ich noch Abbaulähmung? Kurz mal nachsehen. Ja, 2 Minuten. Und zwar so lange, wie auch mein ganzes Gestissel hier läuft. Ja, 2:16. Und dann sind auch meine Tränke weg. Aber ich habe diesen Obermuckel habe ich gekillt. Dann gehen wir mal so lange noch auf Killtour. Beziehungsweise versuchen wir zu gucken, ob hier noch irgendwelche Fische sind im Monument. Die ich irgendwie... Kann ich den hier treffen? Nö. Und ist so langsam irgendwie. Und das, obwohl ich mir Schnelligkeit reingezimmert habe. Oh Gott. Ich mache das übrigens zum ersten Mal. Also ich bin wirklich das erste Mal in so einem Monument drin. Ich habe mich, als ich das entdeckt habe, erstmal völlig gewundert. Ich bin mit dem Boot drüber gefahren und plötzlich hatte ich diese Abbaulähmung und habe gedacht, was geht jetzt bitte ab? Was ist jetzt schiefgelaufen? Hab ich hier reingebaut? Kann natürlich sein. Ja. Dann bin ich hier wieder an meinem Ausgang gelandet. Nasser Schwamm. Interessant, was ich so alles eingesammelt habe. Nasser Schwamm ist auch ein Material, was ich noch nicht kenne. Prismarinscheibe hatte ich schon mal in der Hand. Nasser Schwamm kenne ich noch nicht. Prismarinkristalle, ein paar Fische haben wir eingesammelt. Prismarinziegel. Und meine Abbaulähmung ist gleich durch. Und ich hoffe, dass das dieser einzige, dass das der einzige Zauberwächter war. Der da irgendwie diese Abbaulähmung mir reingezimmert hat. Ansonsten habe ich nämlich ein Problem. Weil wenn immer diese Abbaulähmung kommt, dann weiß ich auch nicht, wie ich da was klären soll. Warten wir nochmal eben kurz. Nein, das kann nicht wahr sein. Da ist noch so ein Vieh. Okay, Leute. Dann war es das erstmal für heute. Ich weiß nicht, wie ich das löse. Ich werde wieder auf... Ich werd hier Tränke herbringen müssen. Ganz viele. Das wird Zeit brauchen. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich sehe. Um dann gegen den zu fighten mit Unterwasseradern. Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann schreibt mir doch was Nettes in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.